Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect Andromeda, Folge Nummer 39, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Neue Aufnahmesession. Tatsächlich mehr als 20 Tage nach der letzten Aufnahmesession. Ich habe wochenlang kein Mass Effect Andromeda gespielt, weil ich so viel im Voraus aufgenommen hatte. Und dann habe ich mir gesagt, nee, komm, du spielst das jetzt, spiel jetzt nicht einem Stück durch, sondern du zeigst Geduld und wartest, bis die Folgen online sind, bevor du weiterspielst. Und das habe ich dann getan. Und in der Zeit, in der ich nicht gespielt habe, ist tatsächlich Patch 1.05 erschienen, der einige Bugs behoben hat im Pacing. Nicht alle, leider. Und also bei weitem nicht genug. Und Gesichter verbessert hat, indem es die Augen verbessert hat. Ich kann jetzt leider nicht... Aha. Ja, gerade rede ich von Patches, die Bugs beheben, ne? Und ja, also nur um es mal zu verdeutlichen, der Patch kam, ja, keine Ahnung, also wenn Mass Effect Andromeda selber spielt oder in Nachrichten verfolgt, also News verfolgt in der Games-Industrie, der weiß, wann der Patch ungefähr erschienen ist, Patch 1.05 von Mass Effect Andromeda, und ich spiele jetzt mit Patch 1.05 zum ersten Mal im Let's Play. Ich habe mir im Privaten schon mal angeguckt, weil ich sicher gehen wollte, dass, also... Weil ich sicher gehen wollte, dass ich recht hatte. Ich habe ja von Anfang an gesagt, die Gesichter sind etwas doof, weil die Augen enttäuschend sind. Und ich kann mir die jetzt leider hier nicht angucken, weil sie sich immer wegdreht. Aber sie haben die Augen gefixt, das werden wir später in Gesprächen noch sehen. Das hier kann ich nicht scannen. Was wir scannen können, ist der Nomad. Das war ja ein Bug. Patch 1.04. Oder Patch 1.03. Ich weiß gar nicht, was die Patch-Version vorher war. Das war früher ein Bug. Wieso schwebt Drake? Den Nomad, den kann man jetzt einmal scannen und dann ist er gescannt. Ja. Also, wir müssen hier runter. Das hatten wir in der letzten Aufnahme schon gemacht. Dann sind wir gestorben, weil wir im Gespräch angeschossen wurden. Also, getötet wurden. Konnte ich nichts machen. Aber ja, dann hatte ich den Infinite Loading Bug und dann musste ich einen alten Spielstand laden, weil der neue Spielstand sich nicht mehr laden lassen wollte. Das heißt, wenn euer Spielstand mal nicht lädt, also er geht auf 99% und dann geht es nicht weiter beim Laden, dann könnt ihr den Spielstand wegschmeißen, dann ist der kaputt. Das ist toll. Ein Glück macht Mass Effect Andromeda immer mehrere Autosaves hintereinander. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Mit dem Kontakt treffen Cat und Bane. Ein geheimnisvoller Fremder hat sie kontaktiert und behauptet, er wolle ihnen im Kampf gegen die Cat auf Eos helfen. Treffen sie sich mit ihm. Da kommt er ein bisschen spät, muss man sagen. Ich habe die Basis da nämlich schon auseinandergenommen. Ganz allein. Das war ein Graus. Tatsächlich. Sie sind ziemlich anti-Nexus. Sogar für einen Kroganer. Ist das Ihre Aufgabe hier? Sachen bemerken? Meine Aufgabe ist, Ryder den Rücken zu decken. Wer deckt Ihren? Das werden wir rausfinden, Großer. Na, ich hoffe doch, ich... Das letzte Mal sind hier, glaube ich, Cat rausgekommen. Unser Freund hat aus seinem Cat-Bunker angerufen. Wir wissen nicht, ob er ein Freund ist. Da geht auch schon die Kampfmusik los. Ich glaube, ich muss mich erstmal um die Gegner kümmern. Will ich das? Um ehrlich zu sein, nicht. Ich hoffe mal, die kümmern sich um sich. Ich habe nämlich momentan keinen Bock gegen... wie heißen sie denn nochmal? Die Biester zu kämpfen, die Großen. Na, wen haben wir denn da? Freut mich, dass sie sich entschieden haben, hier aufzukreuzen. Ist das Ihr Werk? Naja, es ist nicht so beeindruckend, wie eine Basis auszuschalten. Aber ja, es ist mein Werk. Oh, er hat davon mein gehört. Name ist Bane Massani. Die Kettjagd ist so eine Art Hobby von mir. Massani, ich weiß gar nicht mehr, ob mir das beim letzten Mal schon aufgefallen ist, aber Massani kennen wir ja. Wir sollten einen Verein gründen. Dafür ist Eos der ideale Ort. Dieser Planet ist ein Kettmagnet. Ich habe sie aufgespürt und einige Orte markiert, die man ins Visier nehmen könnte. Sie haben das Kronjuwel zwar schon ausgeschaltet, aber diese Bastarde haben hier noch andere Stellungen. Und wenn Sie Ihren schicken neuen Außenposten beschützen wollen, sollten Sie sie besser auslöschen. Es gibt nichts, was ich für die Sicherheit von Prodromos nicht tun würde. Freut mich zu hören. Ich schicke Ihnen die NAV-Punkte auf Ihr Universalwerkzeug. Letzten Endes werden wir auch Ihr Kronjuwel angreifen müssen, Ihre Hauptbasis. Aber ich glaube nicht, dass Sie dafür schon bereit sind.
Ja, ich erinnere mich, darüber habe ich mich das letzte Mal schon aufgeregt, so ein bisschen, also das hat mich beim letzten Mal schon gestört. Erst sagt er, ja, das ist nicht so mein, irgendwie die Basis ausschalten, und jetzt sagt er, ja, da müssen wir das Kronjuwel noch ausschalten, obwohl wir es schon getan haben. Ja, Unbesonnenheit bringt nichts, das schaffe ich schon, ich habe es schon geschafft, also. Klar bin ich bereit dafür. Okay, es ist Ihre Beerdigung. Ich kann Ihnen ja schlecht verbieten, dumm zu sein. Viel Spaß auf der Jagd, Pathfinder. Ihre Geschichte, Ihre Ankunft auf Eos, die kennt. Ich gehe das alles mal durch. Ich weiß nicht mehr, ob wir es bei der letzten Aufnahmesession schon durchgenommen haben. Die ist wirklich Ewigkeiten her. Also für mich, für dich nicht. Für dich war die gestern. Für mich ist sie Ewigkeiten her. Ich gehe mal davon aus, dass Sie in der Milchstraße kein Kettjäger waren. Nein. Ich habe im privaten Sicherheitssektor gearbeitet. Die Bezahlung war gut, aber der Job hat mich gelangweilt. Dann hat mir ein Kumpel von der Initiative erzählt. Und ich dachte mir, das wäre doch ein Wahnsinnsabenteuer. Sind Sie gemeinsam mit Ihrer Familie hier? Scheiße, nein. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Und meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Er soll angeblich ein Spitzensöldner gewesen sein. Aber alles, was ich von ihm habe, ist sein Name. Sonst nichts. Bassani, Massani, ja, ja. Spieler der Originaltrilogie werden diesen Namen eventuell kennen. Hoffe ich doch. Sie sind nicht mit Bradleys Team nach Eos gekommen. Nein, ich bin einer von Tans schrecklichen Exilanten. Ich habe die Nexus nach dem Aufstand verlassen. Seitdem hüpfe ich von Planet zu Planet und jage Cat. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand die Cat mag, aber Sie scheinen sie richtig zu hassen. Was soll ich sagen? Sie sind hässlich und ich bin ein Mann der Ästhetik. Wieso haben Sie sich dem Aufstand angeschlossen? Mir hat nicht gepasst, dass Sie Gott gespielt haben, indem Sie darüber entschieden, wer wann geweckt wird. Also habe ich einen auf Meuterer gemacht, und als die Sache schiefgelaufen ist, bin ich meiner eigenen Wege gegangen. Sie wollten nicht bei den anderen Exilanten bleiben? Ehrlich gesagt sind die meisten Exilanten Arschlöcher. Und zwar nicht von der liebenswerten Art. Das ist aber ein ziemlich komischer Grund. Er meldet sich für die Initiative an und geht in den Kryoschlaf und dann erwartet er, dass sie sofort immer alle aufwecken? Naja, so läuft das nicht, Junge. Das sollte dir eigentlich bewusst sein. Haben Sie irgendeine Idee, warum die Cat so an Eos interessiert sind? Meiner Erfahrung nach gehen sie überall dorthin, wo es diese komischen Bauwerke gibt. Keine Ahnung, warum. Ich habe aufgehört, mir den Kopf über diese verdammten Dinger zu zerbrechen. Es ist besser, ihnen einfach eine Kugel in den Schädel zu jagen. Ich frage mich, ob wir das jemals herausfinden. Passen Sie auf sich auf, Massani. Das habe ich vor. Einen Energiegenerator zerstören und die Kaserne zerstören. Ach ja. Ach, guck mal hier. Das ist mir schon aufgefallen, tatsächlich. Ich glaube, das war im Patch 1.04 noch nicht so, ne? Also vor Patch 1.05 war die Beleuchtung hier besser. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, Kampfmusik, jetzt kannst du dich mal wieder beruhigen. Ich bin nicht im Kampf. Aber schön, dass die Tür zugegangen ist. Warte, ich muss mal ganz kurz in die Karte gucken. Bei Massani weiß von verschiedenen Orten auf Eos, an denen die Cat geschwächt werden können. Einmal hier dieser Energiegenerator und dann hier einmal eine Kaserne. Ich frage mich ja tatsächlich, ob die... Das heißt, ich frage mich. Ich habe mich das gefragt. Ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen und sage, ich weiß, dass es keinen Unterschied macht. Jawohl, ich habe nämlich im Privat natürlich mitgespielt, so ein bisschen. Also nicht vorausgespielt, aber so ein bisschen. Ich habe die Mission schon mal im Privaten gemacht, um zu gucken, ob es einen Unterschied macht, ob die Cat-Basis leichter wird, wenn man die Mission hier vorher macht. Und nein, sie wird nicht leichter. Also, ja. Dieses, wir müssen sie im Voraus schwächen, das kannst du dir abschminken. So, ich muss jetzt erstmal meine Überlastung über Universalgranate. Habe ich die schon noch voll aufgelüstet? Aufgerüstet. So. Austauschen gegen Überlastung. Habe ich Betäubungsschaden? Wie habe ich den Ding gelevelt? Muss ich mal ganz kurz gucken. Ist schon ewig hier. Ah, okay. Okay, habe ich mich noch gar nicht entschieden. Okay. Gut, ich habe ein paar Tipps bekommen.
was ich leveln soll. Unter anderem soll ich, es war Gegenschlag, glaube ich, leveln. Hab mich dann darüber informiert und bin zum Entschluss gekommen, dass Gegenschlag in den höheren Leveln ziemlich nutzlos ist. Denn die Gegner leveln mit und Gegenschlag nicht. Also Gegenschlag wird nicht stärker, die Gegner aber sehr wohl und die Gegner bekommen mehr Leben. Das heißt, Gegenschlag ist ja ein Schild. Das heißt, warte mal, ich mache erstmal die Gegner hier fertig, ne? Also erstmal hier Fähigkeiten und dann mache ich das Profil wieder speichern. Dann habe ich nämlich Overload und Ding für die Schilde. Ne, das lief ja gut. Das lief ja gut. Keine Ahnung, wann das letzte Mal gespeichert hat. Werden wir sehen. Also Gegenschlag ist ein biotisches Schild, das man herausholen kann. Quasi, also ausrüsten kann. Dann entsteht ein Schild vor einem. Damit kann man rumlaufen und alle Projektile, die ein Gegner auf einen verschießt, werden prallen ab und können den Gegner zurücktreffen. Das Problem ist, Gegenschlag hat nur ein begrenztes Leben. Weil wir weitermachen müssen. Politiker. Ah, ja. Stets hilfreich. Überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Und wer das überhaupt war. Keine Ahnung. Also Gegenschlag kann ich leider nicht demonstrieren, weil ich es nicht gelevelt habe. Aber Gegenschlag ist ein Schild, das ruft man auf. Gegenschlag hat aber nur ein begrenztes Leben. Kann ich das mir angucken? Damit man es ein bisschen sieht. Hier, da sieht man es im Ding. Ne? Da sieht man es. Ich kann hier mal ranzoomen. Ja, da sieht man's, man ruft ein Schild hervor, Projektile prallen ab, können den Gegner selber treffen, wenn man sieht's, und ihn töten. Das Problem ist, auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist das absolut, es ist nicht absolut nutzlos, aber auf den höheren Schwierigkeitsgraden, also über normal, und dann auf höheren Leveln, wird das nicht mehr so nützlich, weil die Ägide, das heißt das Schild heißt Ägide, im Englischen Aegis, hat eine begrenzte Anzahl von Gesundheit, die kann man leveln, hat normalerweise 300. Mal zum Vergleich, ich bin momentan Level, wo steht das, 26 und habe 379 Gesundheit. Und man sieht ja, wie schnell ich sterbe. Dann nochmal minus 50% Gesundheit wegen diesem Ding. Aber ich glaube, die wird schon gerechnet. Also 379 Gesundheit auf Level 26. Ich habe die Fusionsmod in der Rüstung. Ich weiß nicht, ob das schon abgezogen wird, die minus 50% Gesundheit, aber ich glaube schon. Also 379 Gesundheit auf Level 26, die Ägide hat 400 Gesundheit. Das heißt, das Ding ist ratzfatz weg. Auf höheren Leveln. Und dann kann man es noch leveln, natürlich. Man kann den Gegenschlag tatsächlich noch leveln. Aber soweit ich das sehe, hier, plus 35% Ägide Gesundheit, plus 40%, plus 40%. Und dann eben hier, aber dafür gibt man eben Aufladetempo und plus 100% zurückgeworfener Projektilschaden ab. Das heißt, das Ding wird auf höheren Leveln einfach keinen Nutzen mehr haben, weil die Gegner immer stärker werden. Die leveln leider mit. Man wird in Mass Effect Andromeda leider immer, wie damals in Oblivion, schwächer, umso höher das eigene Level ist. Das ist total bescheuert. Natürlich habe ich jetzt noch die Granate ausgerüstet. So, wollen wir mal die Issue Rate nehmen? Die ist nämlich eigentlich besser als die Explosiv-Sniper. Die muss ich aber noch modden. Was schießt mich denn da ab? Ach, da! Schon wieder fast tot. Habe ich einen Schildkondensator dabei? Jo. Gut. So.
versuche einfach mal zum Terminal zu kommen. Und das zu deaktivieren, so schnell wie möglich. Dann können wir hier nämlich abhauen. Dann müssen wir uns nicht allzu lange mit den Gegnern befassen. Ja, aber Iowa, so weit ist es gekommen. Das können nicht die einzigen Generatoren sein, die die Cat hergebracht haben. Angesichts der Ich muss mal ganz kurz Überlastung. Starken Kämpfe setzt auf Dios, würde ich zum Spielpart weiter. Wir müssen einfach weiterhin alle abschalten, die wir finden. Ja, nein, er bringt das gar nichts. Tatsächlich bringt das absolut nichts. Die sollten ja normalerweise sogar schon abgeschaltet sein, ne? Sehen Sie mal da unten? Die ganzen Turbinen sind ausgeschaltet, wurde gesagt. Das letzte Mal, als wir oben in der Basis waren, als wir die LEDs hatten. Tja, Pustekuchen, ist nichts abgeschaltet, ne? Toll gemacht, BioWare. Geiles Open-World-Design. So, komm mal, steh auf. Ist zwar ganz nett, wenn du am Boden bist. Das ist nämlich gut für Sieg. Total bescheuert. Fällt einem so auf, ja. Hallo, Gegner, wo seid ihr denn? Wo zur Hölle stecken die? Will ich das überhaupt wissen? Oh. Oh. Okay. Die stecken dann. Okay, die stecken dann wohl im Gebäude über mir, in das man ja nicht rein kann. Also ich kann da ja rein, aber ich kann hier. Die stecken hier hinter der Wand. Okay, dann können wir gehen. Also das ist jetzt wirklich kein Witz, ne? Wir waren ja oben in der, hier oben in der Basis und da haben wir ja den Schalter umgelegt. Das heißt, alle Turbinen, die hier an sind, müssten eigentlich, also die ganzen Turbinen hier, müssten eigentlich alle schon ausgeschaltet sein. Sind sie aber nicht. Natürlich sind sie das nicht. Das und selbst wenn ich sie alle ausschalte, wird das Schild von der Basis nicht ausgeschaltet. Also ich weiß nicht genau, irgendwie muss BioWare doch mal drüber gehen. Ich würde mir ganz ehrlich eine Enhanced Edition wissen. Als Herz wächst, wenn man dafür geblutet hat. Unsere Leute haben einen langen Weg hinter sich. Nichts hier wird sie aufhalten. Das hoffen wir doch. Allerdings gibt's auch nicht mehr viel zum Aufhalten. Ne? Den Architekten haben wir schon erledigt, die Cat-Basis haben wir schon erledigt, alles was es noch gibt, sind ein paar verstreute Cat, die noch nicht ganz das Memo mitgekriegt haben, ne? Ich will gar nicht allzu viel kritisieren, Wayne, tatsächlich. Wir nähern uns der Kaserne. Bleiben Sie wachsam. Hier sollten weniger sein als in der Basis. Das ist aber kein Grund, übermütig zu werden. Feuerwerk! Juhu, Feuerwerk! Ist kein Feuerwerk, ich hab nur nicht getroffen. Na komm raus. Komm. Voll daneben. Lade Munition nach! So, ich muss nochmal die ganze Bewaffnung auch überarbeiten. Auch wegen dem Gewicht, aber das geht am besten, wenn wir auf der Tempest sind. Das geht momentan nicht. Das stand auch in den Kommentaren. Vielen Dank übrigens dafür, ne? Also für Tipps bin ich immer zu haben. Na, das ist ja großartig. Dankeschön. Du könntest allerdings auch ein bisschen reinstürmen. Das wäre supi. Ach so. Das ist nur so eine. Aber ich nehme ja Komma sowieso nicht mit, weil mit sie reinstürmen, sondern wegen ihrem Schildboost. Na, Cracker, kommst du nicht rein? Ich mach mal kurz auf hier. Stärke sämtliche Schilde. Einer. Ach, niemand drin. Doch. Mitkommen. Aufmachen. Geht mal da hin. Oder auch nicht. Bin auf dem Rückweg.
Jo, nö, kümmert ihr euch mal um die Gegner. Ich guck mal nach, ob wir hier irgendwas finden. Übersetzt aus dem Tonight-Set. Befolgt diesen Befehl. Bericht von Invictor. Den haben wir schon getötet. Letzte Befehle. Ich würde es nur einmal sagen. Konzentrieren Sie sich auf die neuen Aliens, die eingetroffen sind. Außenweltbefehle sind mir egal. Für mich ist offensichtlich, dass die alte Tech uns nicht geben wird und kann, was wir brauchen, egal wie viel von ihr noch verborgen ist. Aber die Neuankömmlinge haben Technologien, die wir verstehen und einsetzen können. Ach so. Dann sind die ja technologisch doch auf dem gleichen Stand wie wir, ungefähr. Woher wissen die denn, was wir für Technologien haben? Und vielleicht sind sie auch für andere Anwendungen geeignet. Wenn wir mit Antworten von ihnen zurückkommen, dient mir das und unterstützt mich. Ah ja, Antworten zu der alten Tech dient nur der Ordnung, die wir bereits haben. Wer meinen Aufstieg nicht unterschätzt, den mache ich zum Sammel- und Studienobjekt. Ende des Berichts. Na, das ist ja nett. Das heißt, wer mir nicht hilft, dabei aufzustehen. Ja, hab ich ja gerade gesagt, ne? Das ist ja geil. Da bist du ein treuer Soldat der Cat-Armee. Weil du ja indoktriniert bist. Die sind ja irgendwie so religiös angehaucht. Ich schalte sie auf! Ich denke, das war der letzte. Nicht schlecht, kleines Entchen. Gar nicht schlecht. Entchen? Ich bin kein Entchen. Irgendwie sind nämlich nicht Hühnchen. Das ist ohne Zweifel der schlimmste Spitzname von allen. Halt, stimmt. Wie kommt er eigentlich auf Entchen? Was ist das für ein komischer Ding? Also ich muss die Bewaffnung tatsächlich nochmal überarbeiten, auch wegen Gewicht. Wir haben momentan ein Waffengewicht von 60. Das macht sich nicht gut mit Fähigkeiten. Allerdings muss man auch sagen, ich habe ja bisher eigentlich eher auf Turbolader, Betäubungsschuss und die Universalgranaten gesetzt. Die Universalgranaten sind auf dem höheren Level tatsächlich auch nicht mehr nutzbar, weil die zu wenig Schaden machen. Das ist, echt blöd. Dadurch, dass die Gegner einfach mitleveln. Also die Gegner leveln mit, kriegen mehr Leben, machen selber mehr Schaden. Die Fähigkeiten von einem machen aber nicht mehr Schaden. Das heißt, man wird immer schwächer. Das ist blöd. Also man levelt eigentlich auf, damit man neue Waffen erforschen kann und Rüstungen, die dann mit den Gegnern, die jetzt auf der neuen Stufe sind, mithalten können. Das ist blödes Game Design, ganz doof. Das war verdammt gute Arbeit da draußen, Pathfinder. Deshalb wollte ich Ihnen auch nochmal persönlich dafür danken. All diese Cat zu erledigen, war eine echt beeindruckende Leistung. Was soll ich sagen? Ich stehe einfach drauf, den Cat in den Arsch zu treten. Ein Mann ganz nach meinem Geschmack. Aber Sie sind wohl kaum so weit gefahren, nur um sich von mir den Arsch küssen zu lassen. Hier, Ihre Belohnung. Freut mich, dass es auf der Nexus doch nicht nur Stümper gibt. Passen Sie auf sich auf, Masani. Das habe ich vor. Mit Bane. Bane Masani. Interessanter Name. So. Das ist genau das meine ich. Die habe ich eigentlich schon. Die haben wir ja gerade eben erledigt, ne? Aber da sind schon wieder Cat und das Ding läuft immer noch. Das ist echt. Also, man kann hier rumfahren und die ganzen Dinge ausschalten. Ich habe es im Privaten tatsächlich gemacht. Ich habe im Privaten bin ich hier rumgefahren. Über das gesamte Feld und habe jede einzelne Turbine ausgeschaltet, in der Hoffnung, dass es irgendeinen Unterschied macht. Aber nein, die gehen tatsächlich nicht aus. Die bleiben eingeschaltet und das macht das Ding auch nicht leichter. Ja. Also rückblickend muss man sagen, die Entscheidung auf Experte zu stellen, war tatsächlich die bessere. Vielleicht stelle ich nochmal runter auf normal, wenn es dann wieder zu doof wird. So, wir sollen dann Mineralien scannen. Das ist nur Aufgabe, aber kriegt man eben Erfahrungspunkte für. Die ja im Grunde nichts nützen. Ach ja, übrigens, Patch 1.05 hat das Objektlimit erhöht um 50 Punkte. Deswegen habe ich jetzt ein Objektlimit von 150. Ich hatte 100 durch, ich glaube, was war das? AVP-Boni, also Alien vs. Predator-Boni und noch irgendwas anderes. So. Hier haben wir noch einen Aufklärungsabwurfpunkt, den können wir uns noch holen. Ansonsten haben wir hier noch den Geist des Versprechens. Da war ich doch schon drin, oder? Folge 37?
Oder 35 war Anna Carrolls letzte Nachricht? Irgendwie sowas? Ja, waren wir doch da schon drin. Und haben das letzte Datenpad geholt. Ansonsten haben wir hier noch Podromos die Daten zukommen lassen. Von Anna Carroll. Genau. Und sonst hätten wir ja auch die Quest mit den Daten nicht, ne? Sehr seltsam. Und hier über die Schmuggler Bericht erstatten. Und hier ist noch eine neue Quest. Das heißt, ich könnte ja einfach mal Binarien scannen gehen. Das ist allerdings eine Aufgabe, die ist ja unter Aufgaben, also zusätzliche Aufgaben. Und das sind wirklich Aufgaben, die muss man nicht machen. Allerdings sind sie auch tatsächlich gut geschrieben. Also finde ich, bisher sind die Quests gar nicht so schlecht geschrieben. Sind nur nicht unbedingt gut designt. Aber das ist ja tatsächlich einfach nur, jetzt kriegen wir wieder Mineralien, da scannen wir sie wieder. Wir sammeln zwar die ganze Zeit schon irgendwelche Mineralien ein, aber wir sammeln ja nicht das Mineral ein, das wir brauchen. So. Pathfinder, in ja. diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Übrigens, apropos Mineralien, ne? Interface Mineralien extrahieren. Ist hier irgendwas? Hier ist die Kiste. Harper, Sie arbeiten zu viel. Immerhin werde ich bezahlt. Ha! Hatten wir die schon mal? Ryder, da vorne. Kettenkonstrukte. Oh nein. Das heißt, das sind wieder Gegner, die man überfahren kann. Oder in die man rumfahren kann, um zu gucken, ob sie irgendwas haben. Und wenn sie nichts haben, dann einfach weiterfahren. Und sie haben nichts. Tschüss. Also ich habe ja gesagt, ich will nicht zu viel meckern. Ich habe ja gesagt, ich will nicht zu viel meckern, aber ja. Das Open World Design hat der Mass Effect 3 ja absolut nicht gut getan. Bei Dragon Age Inquisition fand ich das nicht so schlimm, aber bei Mass Effect, da finde ich das irgendwie unpassend. So, dann haben wir hier noch den Abwurfpunkt. Und dann hätten wir hier noch irgendwelche Reliktdinger, aber die bringen tatsächlich alle nichts. Man kann da hingehen und da sind immer ein paar Relikte, aber in meiner Erfahrung nach bringt einem das absolut nichts. Ab und zu sind da mal ein paar, ist das tatsächlich mal eine Sammelquest, bei der man dann wieder bei jedem Stützpunkt oder Reliktpunkt anhalten muss, um zu gucken, ob da was ist. Das ist echt blödes Questdesign. Du hast wirklich diese Aufgaben. Ich glaube, ich habe sogar welche. Ich kann es dir mal ganz kurz zeigen. Reliktkerne? Gefundene Relikt-Datenkerne. Nee. Angaranische Leichenscan hier und fangen und fallen lassen. Die Cats haben angaranische Sklaven mit Tracking-Chips versehen und die alle mit einer zentralen Quelle verbunden sind. Sam könnte in der Lage sein, die Position dieser Quellen zu ermitteln. Die haben keinen Wegpunkt. Und das ist zufällig, ob da eine angaranische Leiche liegt oder nicht. Und die liegen alle, ich glaube, auf Volt haben wir die Quest bekommen. In so komischen Stützpunkten von den Cat. Also wenn man hier rumfährt, so sieht man ja, da gibt es ab und zu mal so ein paar Stützpunkte von den Cat. Da sind ein paar welche. Und wenn man dann aber anhält, dann liegt da eventuell, nicht immer, zufällig, eine Leiche von den Angaranern rum. Die kann man scannen und dann ist man einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, wozu das dient. Und? Hatte der alte Pathfinder irgendwelche verborgenen, finsteren Geheimnisse? Die hat doch jeder. Vergessen Sie doch einmal Ihren Stock im Arsch. Er ist nicht mehr da. Jetzt können Sie die richtig guten Geschichten doch erzählen. Küssen Sie doch Ihre Waffe. Ha! Sehen Sie das, Ryder? Das ist Loyalität.
Diese Reliktstätte verfügt über Verteidigungsmaßnahmen, Pathfinder. Rubido. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Also ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Ja, ja. Abbauzonen, Relikte, bla bla bla. Interessiert mich momentan nicht. Ich will nur gucken, ob ihr hier irgendwas habt. Nein, ihr habt nichts. Tschüss. Wir haben Ziele. Tschüss. Das ist total bescheuert, ne? Das ist echt eine Ding. Ach ja, klar, ich bin im Kampf, deswegen kann ich nicht Schnellreise machen. Und so muss man ungefähr mit den ganzen Stützpunkten umgehen. Es sei denn natürlich, man will wirklich, also ich kann es im Let's Play nicht machen, aber die Kämpfe machen Spaß. Zumindest auf niedrigen Schwierigkeitsgraden. Und man kann durchgehen, wenn man will, also man kann sich durchkämpfen, wenn man will, macht ja auch Spaß. Ich kann es im Let's Play leider nicht machen, sonst würde jede Folge irgendwie nur daraus bestehen, dass ich mal einen Stützpunkt von den Cat oder Relikten auseinandernehme. Und das wäre dann irgendwie lame. So, Prodromos die Daten zukommen lassen, machen wir eine Schnellreise zu Prodromos. Und dann würde ich sagen, machen wir noch die ganzen anderen Quests, nehmen die andere Quest auf Eos an. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was das ist. Und dann gehen wir zurück auf Volt. Da gibt es nämlich noch eine Quest. Die habe ich komplett verpasst. Und das ist so eine Beschämung. Das ist so beschämend, dass ich die verpasst habe. Also überhaupt nicht beschämend, aber es ist beschämend, dass das Spiel eigentlich dazu zwingt, sie zuerst zu machen, bevor man die ganzen anderen Quests auf Volt macht. Dass man sich wirklich fragt, was habt ihr euch dabei gedacht, BioWare? Weil die ist eigentlich so wichtig für die Story. Und wenn man die nach Volt macht, also nachdem man alles andere auf Volt schon gemacht hat, wenn man die dann macht, dann fühlt sich das irgendwie seltsam an. Aber das werde ich, mehr will ich nicht sagen. So, Anfrageinformationen zu Anna Carell hochladen. Wir haben Tag 1, Tag 8 und den letzten ein, ja, das ist halt, ich habe halt nicht alle gesammelt, aber... Man kriegt halt weniger Belohnung, wenn man weniger Tagebücher hochlädt, nehme ich an. Ich habe halt nicht alle gesammelt. Eigentlich habe ich sogar nur eins gesammelt. Aber wie gesagt, das ist so eine Aufgabe, die ist zufällig an irgendwelchen Reliktstätten. Da muss man Glück haben, ob man sie findet oder nicht. Und das ist einfach kein gutes Quest-Design. Geht gut geschrieben, wie gesagt, aber kein gutes Quest-Design. So. Terminal! Prodromos Nachschubbericht. Untersuchungsdaten abgelegener Nachschubpositionen hochladen. Genau, wir haben die Vorräte an Gesetzlose verloren. Kleinigkeiten waren noch zu retten, aber insgesamt war es ein Desaster. Wir müssen vorsichtig sein. Ihre Empfehlung wurde vermerkt, Pathfinder. Haben wir die Gesetzlosen nicht getroffen? Ja, doch, ne? Die waren noch hier. Glaube ich, ne? Die haben wir doch, ja, die haben wir getroffen. Das hat sich gerade so angehört, als ob das irgendwie nicht passiert wäre, aber nee. Verschollene Drohnen. Wir haben einige frühe Sonden gestartet zur Aufklärung und um Proben zu nehmen. Die feinstiegele Umgebung von Eos hat bei vielen von ihnen zu Fehlfunktionen geführt. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, in der gesamten Siedlung Türen zu reparieren. Kann bitte jemand nach ihnen suchen? Die Koordinaten der Startpunkte hängen an. Markieren Sie sie mit einem Sender, dann holt unser Bergungsteam sie ab. Techniker festsenden. Festsenden. Ist ja auch ein interessanter Name. Alle Drohnen finden 0 von 6. Auf Eos. Sind die markiert? Jo, das können wir irgendwann anders machen. Da habe ich jetzt keinen Lust drauf, nochmal hier durch alles durchzufahren. Nee, das kann jemand anders machen. Dafür ist meine Zeit zu schade. Ist ja sowieso nur eine Nebenquest. Das ist wie in Inquisition, da gab es auch mal diese Zusatzquests. So, dann würde ich sagen, geht's zurück auf die Tempest. Dann gucken wir mal an, was wir so als Loadout-Dinger haben. Denn ich muss da mal durchgehen. Denn die Revenant ist tatsächlich kein gutes Sturmgewehr.
Also sie ist in Ordnung. Vor allem mit Turbocharge. Erfolgt. Durch das hohe, durch das große Magazin ist sie eigentlich richtig gut. Schadensmäßig macht sie, steht sie aber zum Beispiel der Valkyrie in vielen nach. Und die Valkyrie ist einfach semi-automatisch. Mag ich eigentlich nicht, aber wenn es mehr Schaden macht, und zwar deutlich mehr Schaden, kann ich nichts machen. Rider. So. Hallo, aufmachen bitte. Aufmachen bitte. Geht doch. So. Nagel, was machst du denn hier? Forschungszentrum. Forschung. Okay, wir haben 420 Forschung. Ich muss ja sagen, ich mag die Helios-Technologie und die Relikt-Technologie absolut nicht. Die einzige Helios-Waffe, die ich gut finde, ist die PG Isharay. Weil die Isharay, die ist wirklich gut. Aber ich muss eigentlich auch sagen, wo ist sie denn? Huch, voll verspäteter Sound. Die Black Widow, genau, die Black Widow ist mir eigentlich lieber. Klar, die macht nicht so viel Schaden, die macht 623. Gegen, wo ist sie denn? 824, aber das große Aber ist, die Isharay, die hat nur einen einzigen Schuss im Magazin. Ich könnte sie, nein, ich will sie nicht erforschen, ich könnte eine Modifikation reinbauen, auch mit einer Verbesserung. Wo ist sie denn? Kühlungseinheit? Nee, nicht Kühlungseinheit, Biokonverter zum Beispiel. Wenn das aktuelle Magazin leer ist, werden 5% Gesundheit abgezogen und das Magazin wird aufgefüllt. Das heißt, ich kann das Ding spammen bis zum geht nicht mehr und dann eben mein Leben immer wieder auffüllen durch Cora. Die füllt ja das Leben auf durch ihren Schildboost, glaube ich. Oder ich pack, wo ist es denn? Den alten Kühlkörper in die Isharay rein. Der sorgt ja dafür, dass man keine Munition mehr hat, sondern die Waffen müssen abkühlen. Und die Abkühlung ist kürzer, als die Isharay nachzuladen. Das heißt, man hat unendlich Munition vom eigentlich stärksten Sniper im Spiel. Aber mag ich trotzdem nicht. Mir ist trotzdem die Black Widow lieber, weil damit hast du 4 Schuss im Magazin. Oder 3. Ich glaube 3. Und das Nachladen geht deutlich schneller als mit anderen Waffen. Und deswegen ist mir die Black Widow lieber. Aber die Isharay ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, ich schaue sie jetzt nicht aus. Was ich aber austausche, ist das Sturmgewehr, und zwar die Revenant. Die macht ja 58 Schaden. Also auf Stufe 4. Kann ich eigentlich schon Stufe 5 leveln? Forschen? Nee, brauche ich Stufe 30. Und die Valkyrie, die macht ja 177. 177! Das ist immer noch verdammt wenig verglichen mit einem Sniper. Aber das Ding ist leichter, präziser und macht mehr Schaden. Ja, also BioWare ist ja sogar mit dem Patch 1.05 nochmal übers Balancing drüber gegangen. Da habe ich mich auch dämlich gefühlt, weil sie da tatsächlich die KI von den Gegnern verändert haben, damit die weniger Schaden machen und nicht mehr so aggressiv sind. Direkt nachdem ich von Insane auf Experte runtergestellt habe. Da habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt. Da habe ich mir auch gedacht, oh, tolle Wurst. Also ich gebe einfach mal die ganzen Forschungspunkte aus. Ah ja, kann ich nicht. Toll. Die Ushio ist eine Pistole, von der habe ich auch nur Gutes gehört, aber ich werde sie wahrscheinlich nicht benutzen. Wenn ich Pistolen allgemein nur als Notlösung suche, dann werde ich wahrscheinlich wieder auf Ding wechseln. So, die Verbesserung werde ich mal erforschen. Kann man ja, wenn man eigene Rüstungen entwickelt, in die einbauen. Da muss man aber bedenken, wenn man die dann verkauft, die Rüstung, die man selbst entwickelt hat, und da sind solche Verbesserungen drin, dann verliert man die Verbesserung. Das heißt, eigens gebaute Rüstung oder Rüstung allgemein würde ich immer zerlegen. Immer. Klar, man kriegt viel Credits raus, aber immer zerlegen, weil du kriegst eigentlich die ganzen Ressourcen wieder. Also nicht alle, aber du kriegst Ressourcen wieder. So. Verbesserung. Suchendes Plasmasystem, ja, ist nett, ne? Braucht man aber nicht. Kühlungseinheit, Biokonverter, Konzentrationsmodul, von den ganzen Plasmasystemen und sowas bin ich kein Fan. Und auch hier von,
vom Granatenwerfer zum Beispiel bin ich kein Fan. Der macht die Waffen extrem schwach. Ne? Sollte eigentlich nicht so sein, aber ist tatsächlich so. So. Entwicklung. So. Da habe ich momentan beim Nahkampf ein Asari-Schwert 4 drin, glaube ich. Das ist besser als so ziemlich alle Waffen, die ich sonst so habe. Deswegen bleibe ich da mal. Ich hatte ja dieses Catch-Schwert drin, ne? Ich habe es dann außerdem geändert ins Asari-Schwert 4, das ich irgendwann mal aufgehoben habe. Das macht mehr Schaden und macht einen kleinen Charge, wenn man es benutzt. Also es schlägt schneller zu als das Catch-Schwert, macht mehr Schaden und man ist unbesiegbar, während man damit schlägt, weil man sich nach vorne teleportiert. Also hat eine enorme Reichweite. Immer noch nicht so schnell wie die Omniblade, aber ist eigentlich stärker. So, Revenant 4, 3, Avenger 4, Matok 4, die Matok. Viel zu schwach. Carnifex 4, Predator 4. Ja, die Predator wäre super wegen dem Gewicht. Rüstungen. Kann ich irgendwelche Rüstungen? Initiative, Helm, Pathfinder, Helm, 4. Plus 5 Schadenswiderstand, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ich habe mich informiert wegen Insane und sowas. Weil ich so oft gestorben bin, habe ich mich informiert, was ist denn eigentlich besser? Mehr Schildleistung, mehr Leben oder tatsächlich Schadenswiderstand. Und Schadenswiderstand ist, also nehmen wir mal hier 5 Schadenswiderstand. Heißt, man kriegt plus 5% auf Schild und plus 5% auf Leben. Und hier plus 5% Schildleistung. Wow. Also wenn ich mich richtig informiert habe, ich kann mich noch irren, aber Schadenswiderstand ist immer besser als Schildleistung. Habe ich mir auch gedacht. Ihr seid ja große Klasse bei mir. Ihr seid ja echt große Klasse. Das heißt, ich baue mir jetzt einfach mal einen Pathfinder Brustpanzer. Mit aktuelles Magazin volles, plus 20% Kräfteschaden, wenn Gesundheit bei 3. Nee, das nicht. Habe ich noch irgendwas anderes? Schildschenjorn. Wenn ein Gegner getötet wird, plus 25% Schilde werden wieder 25% Schilde werden wiederhergestellt. Das ist nicht schlecht, ja. 25% der Chance, 10% Gesundheit zu generieren, wenn Schilde durchbrochen werden. Nee. Wenn Gesundheit bei 20% oder niedriger liegt, plus 25% Widerstand gegen allen Schaden. Auch nicht schlecht. Aber der Schild-Oszillator ist besser. Man kann ja von den Verbesserungen immer nur ein seltenes oder ein ultra seltenes reinpacken. Dann ist Schluss. Das heißt, ich muss jetzt hier plus 2% Biotik. Biotik benutzt ja gar kein Biotik. Plus 2% auf alle Kräfte, Effektdauern. Plus 2% Kampfaufladetempo. Kampfaufladetempo. Ach so, dann wird der... Das ist nicht schlecht. Plus 2% maximale Gesundheit. Plus 2% gesamten... Plus alle Kombo-Radien. Plus 2% schnellere Schild- und Gesundheitsregeneration. Plus 2% Schildregeneration. Plus 2% Tech-Lauflade-Tempo. Kombo-Radien ist natürlich auch nicht schlecht. Aber es ist besser, wenn ich das in der Waffe tue. Plus 2% Gesamt-Kombo-Schaden, plus 2% maximale Gesundheit, Kampf-Aufladetempo. Also es ist eigentlich immer besser, wenn ich das in Waffen tue, ne? So, Schild- und Gesundheitsregeneration, machen wir es nochmal. Und dann plus 2% Schildregeneration, dann haben wir das. So, dann machen wir eine Pathfinder 4 Panzerung. Pathfinder Panzerung, Speer 4. Und dann machen wir noch Beine? Ja, Beine. Ich weiß gar nicht, was ich da momentan habe, aber es ist ja eigentlich egal. Eigens ist immer besser als alles andere. Bei Sprungnahkampf, frühe Explosion. Bei Sprungnahkampf, Entfernung, Explosion. Zusätzliche plus 50% Hitzeschaden. Bei Sprungnahkampf, Schock, Explosion. Zusätzliche plus 50% elektrischer Schaden. Ist, glaube ich, besser als der gesamte. Also Hitze ist ja gegen Waffen, ne? Brand ist ja gegen Waffen. Kryo ist zum Einfrieren. Ja, toll. Da habe ich theoretisch einen Kryo-Handschuh für, aber das ist ja eigentlich auch egal. So, und bei Sprungnahkampf, Schockexplosion. Gegen Schilde. Schilde oder Rüstung? Ich habe momentan nur die großen Gegner mit Rüstung.
Das heißt, ich will sowieso nicht in den Nahkampf gehen. Und Brandmunition ist auch besser gegen, also Hitze ist auch besser gegen organische Gegner, zumindest in der Originaltrilogie war das immer so. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Also Hitze, Brandmunition gegen organische Gegner lässt sie brennen, macht mehr Schaden. Genauso wie eben Schild, also Disruptor-Munition, gut gegen Schilde und synthetische Gegner. Ich überlege gerade, welche Gegner kommen denn nah dran? Also welche Gegner kommen denn in den Nahkampf? Das sind zum einen die Viecher, die vierbeinigen Viecher, die großen, die immer Panzerung haben, also die Biester. Ich glaube, die heißen sogar Bestien, ne? Ich bin mir nicht sicher. Und von den Relikten kommen auch ein paar. Aber ich glaube, ich nehme Hitzegenerator. Hitzegenerator beim Sprung. Und dann plus 2% auf alle Kräfte, Effekte und plus Biotik, Kraftschadenbonus gegen Panzerung. Kräfteschadenbonus gegen Panzerung, das ist ja auch nicht schlecht. Gesamt-Kombo-Schaden, das ist gut. Gesamt-Kombo-Schaden, so. Und dann habe ich keine, das ist sehr gut, kein Platinum mehr. Hupidu! Toll. Und dann haben wir hier noch ganz viel beim Nomad. Defensive Verstärkung verbessert Schildstärke und Rahmenstabilität des Nomads um 25%. Gewährte Lebenserhaltungssysteme des Nomads ein Upgrade. Da habe ich ja gefragt, ist das so, ob die Lebenserhaltung von Stufe 3 auf Stufe 2 verringert wird zum Beispiel, oder ob das einfach nur länger Zeit hat und das ist einfach nur die Zeit, die man hat in der Lebenserwartung. Also Erhaltung, also ja. Machen wir. Immer gut. Notfall-Schildentladung. Wenn die Schilde des Nomads völlig leer sind, werden die Schildzellen entladen, was eine Schockwelle erzeugt, die Gegner dann durch die Luft schleudert. Nicht schlecht. Vor allem in Verbindung mit wo ist er denn? 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 Dem überladenen Boost. Nee, gar nicht. Aber den machen wir trotzdem. Es gab irgendwo so ein Schild. Habe ich den vielleicht schon gemacht? Ja, nee, wenn alle Schilde völlig leer sind, werden die. Nee. Wird Schildzellen dann Upgrade die Resistenz? Nein. Schub erhöht die Höchstgeschwindigkeit im Vierradmodus auch nicht. Entsteht Energiezellen, die kurzzeitig. Ach, genau. Vor allem in Verbindung mit dem hier. Installiert Energiezellen, die kurzzeitig ein Masseneffekt fällt, um den Nomad erzeugen können, um die Insassen beim Verlassen des Fahrzeugs abzuschirmen. Das da in Verbindung mit der Notfallschildentladung. Das heißt, du gehst in den. Also wenn man Notfallschildentladung und. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich hab schon wieder vergessen. Ach hier, verbesserte Lebenserhaltung. Ich weiß nicht, wieso das Lebenserhaltung heißt. Notfallschildentladung in Verbindung mit verbesserte Lebenserhaltung. Wenn du beides hast, dann kannst du theoretisch mit dem Nomad in die gegnerische Basis reinfahren, warten, bis die Schilde leer sind, alle Gegner um dich herum werden weggeschleudert, du steigst aus, dann kriegt der Nomad keinen Schaden mehr und es entsteht ein Schild um den Nomad herum, der dich schützt für ein paar Sekunden. Also dann kannst du die Deckung suchen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Sollte man meinen. Also eigentlich nicht schlecht. Wendigkeitsmodus habe ich keinen Nutzen für gefunden. Bis auf einen, den sieht man auf Twitter. Wenn man ein bisschen in meiner Timeline so sucht, dann sieht man den auf Twitter bei mir. Hab keine Ahnung, was das soll. Defensive Verstärkung verbessert Schildstärke und Rahmenstabilität. Das, ja, was soll's, komm, machen wir das einfach. Umso besser Nomad, umso mehr Nomad, umso besser. So. Ja, das war's. Dann hier noch Bergungsobjekte verkaufen. Dann gucken wir nach, hat er hier irgendwelche Sturmgewehre? Zyklon 4, langweilig. Pistolen, Phalanx 4, Piranha 4. Nicht schlecht. Rüstung hat er keine. Habe ich irgendwelche Mods, die ich verkaufen will? Jo. Mit denen kann ich mich gar nichts anfangen, tatsächlich. Also ich kann die nicht zerlegen, das bringt mir nichts. Ich kann sie nur verkaufen. So.
Schildkondensatoren habe ich. Wie viele? Gar keine. Okay. Dann kaufe ich mir davon mal ein bisschen was. Bandmunition? Subdom-Munition? Keine Ahnung, was das soll. Backup-Lebenserhaltung. Keine Ahnung. Funktioniert irgendwie nicht richtig. Titan, Kupfer, kein Platinum. Schade, kein Platinum. Reliktische Frier. Ah, ja, genau. Die, bitte. Und. Den kannst du haben. Ich weiß nicht, was ich damit soll. So, dann brauche ich nämlich dieses blöde Sudoku-Spiel nicht machen. Und hier die ganzen Sachen: Mineralienlieferung, Crate-Lieferung. Ja, ja, ja. So, erweiterte Feldanalyse. Zusätzlich gewöhnliche Minenvorkommen werden verfügbar. Erhalten Sie regelmäßig Forschungspunkte. Ja, bitte. Das sind nämlich Milchstraßenforschungspunkte. Was? Ich hatte einen guten Grund. Nämlich? Wenn er mir wieder einfällt, sage ich es Ihnen. Ich glaube nicht, dass er Ihnen das abgekauft hat. Was? Naja, Einsatzteam-Mission. Die haben wir auch noch zum Laufen. Seit Ewigkeiten. Und 80 Missionsfans. Das heißt, wir können ein neues Team rekrutieren. Oder wir können ein altes Team verbessern. Aber ich rekrutiere einfach ein neues. Dann haben wir drei Teams. Das ist besser als so. Tango. Azari, Azari, Azari. Whisky, Azari. Und ja, dann haben wir zwei Azari-Dinger. Supi. So. So, furchtlos. Zeigt mal, was ihr könnt. Dann schicken wir die da hin. Taktiker. Das ist Silber. Da. Einsatzteam schicken. So, in den Kommentaren wurde gefragt, ob ich auch irgendwann mal den Multiplayer mache. Ja. Irgendwann mal, aber der spoilert ja die Story. Also er spoilert tatsächlich ein paar Story-Punkte. Das heißt, wir müssen da noch Pathfinder, warten. Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Oh toll, ich habe neue Post in meinem E-Mail-Eingang. Ich habe neue Panzerung bekommen. Die will ich überhaupt nicht haben. So, erstmal in Nahkampf gehen. So, Azari-Schwert 4 habe ich momentan. Macht 560 Nahkampfschaden. Das macht 411. Wuppidu. So, Schrotflinten, Katana brauche ich nicht. Weg damit. Piranha 1. Ah. Nilan, den brauche ich auch nicht. Die ist doof. Das sind Mods. So, Angara, Ranger. Plus 5% maximale Schildleistung. Ist eventuell sogar besser als die Kit-Panzerung. Plus 4% Waffenschaden, plus 6% Kampfkräfteschaden, plus 5% Tech-Kräfteschaden, also Overload. Plus 5% Tech-Effekt-Dauer, also Overload. Also Überlastung und plus 5% maximale Schildleistung. Mehr Schild ist immer gut. Eigentlich ist das besser. Kann ich jetzt aber nicht ausrüsten. Kann ich nur im Loadout machen. Also nur an der Ausrüstungsstation. Finde ich blöd. So, die habe ich gerade eben gemacht. Genau. Forschung. Fähigkeiten. Ah ja, genau. Ich bin gelevelt. Ich bin selber gelevelt. Das heißt, ich muss mal ganz kurz mich selber leveln. Wo war denn? In den Kommentaren stand, ich soll mich ja um das Waffengewicht kümmern und da gab es Hilfssysteme, glaube ich. Genau hier, plus 40% Waffengewichtskapazität. Und Tech-Effekt-Dauer, und dann gab es noch Teamunterstützung, plus 4% Team. Ja, das ist alles ganz schön. Und dann gab es, glaube ich, auch noch bei Kampfwerkzeuge auch noch irgendwo. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei Kampfwerkzeuge oder eventuell doch bei Kampffitness war. Ja, genau. Plus 25% Waffengewichtskapazität. Habe ich aber schon auf Maximum gelevelt. Ich könnte theoretisch den Betäubungsschuss auf Maximum leveln und dann Schaden gegen Panzerung machen. Dann habe ich Overload, also Überlastung gegen Schilde und Panzer und den Betäubungsschuss gegen Panzerung.
Was eigentlich nicht schlecht ist. Oder Überlastung. Plus 25% Gesamtschaden, plus 20% Aufladetempo. Spricht auf ein weiteres Ziel über, wenn aufgeladen. Also Schuss 2, 3. Okay. Plus 50% Waffenschaden gegen Schilde, plus 50% Schaden gegen Schilde, plus 15% Schaden gegen systemische Gegner, plus 30% Überschwungsschaden. Ich level mal Teamunterstützung. Und dann hilf's Dings da. So. Taktischer Agent freigeschaltet. Das Profil Infiltrator ist jetzt auf Rang 2. Toll. Will ich überhaupt nicht nutzen. Ich bin ein weiter Soldat. Jarl, genau. Ich habe das automatische Leveln von Gegnern, von den Charakteren ausgeschaltet. Weil die sich teilweise echt bescheuert leveln. das ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich total dämlich. Also Jarl ist eigentlich sowieso egal, aber von Jarl abgeschossene Gegner erleiden zusätzlichen Schaden über Zeit. Wuppidu. Von Jarl abgeschossene Gegner verursachen vorübergehend weniger Schaden. Erhöht die Schildregeneration und verringert die Zeit, ehe die Schilde anfangen zu regenerieren. Außerdem tarnt Jarl sich jetzt, wenn er ausweicht. Erhöht die maximale Schildleistung, außerdem tarnt Jarl sich jetzt, wenn er ausweicht. Das da. Ich werde Jarl sowieso nicht oft mitnehmen, weil der gar nicht so gut ist. Aber was soll's. Energieentzug. Mal das. Und den Rest muss er selber leveln. Also den Rest kann ich nicht leveln. So, Vetra. Turianischer Schmuggler. Plus 25% alle Kräfte, Aufladegeschwindigkeit, plus 30% auf alle Kräfte, Effektdauer. Plus 25% maximale Schildleistung, plus 30% Gesundheitsregeneration oder plus 25% maximale Gesundheit und Nahkampfschaden geht mir am Arsch vorbei. Gelinde gesagt. Schadenswiderstand, Bonus, nee. Nahkampfwaffenbonus. Nahkampfschaden und Waffenschaden und Schusswaffenpräzision, das ist ja alles Quatsch. Nee. Die sollen mir aushalten, sonst geht die mir zu schnell auf den Boden. So, Cora und Drake habe ich schon gelevelt offscreen. PB. Igitt. Ich mag sie wirklich immer noch nicht. Ich mag sie nicht. Sie ist irgendwie egoistisch. Sie sieht aus wie ein Waschbär, ne? Sie sieht irgendwie aus wie ein Waschbär und Waschbären sind ja auch so kleine Egoisten. Sind süß und knuddelig, wenn man sie anguckt, aber sind eigentlich voll die fiesen Viecher. Duellant. Plus 25% alle Kräfte. Auflade. Schockwelle. Ziehen. Invasion. Schockwelle. Aufladetempo, erhöht maximale Schockwellendistanz um 5. Ja, machen wir das. Und dann ziehen. Machen wir das. So, Liam. Weiß nicht so. Jetzt lade ich doch mal. Ich weiß nicht so recht, was ich von ihm halten soll. Der hat eigentlich auch nichts. Das ist das Problem. Er hat eigentlich auch nichts da. Schaden gegen Schilde, Kräfteschaden. Gegen Schilde, 20% Schaden, Kräfteschaden gegen Panzerung. Ich glaube tatsächlich, Gegner mit Schild sind schwerer oder fieser als Gegner mit Panzerung. So. Also zum Beispiel die Minigun-Typen oder die Typen, die sich unsichtbar machen. Die haben ja alle Schilde. Panzerung haben bis jetzt nur, ja, die Biester, ne? Cora. Kann ja sein, dass da irgendwo noch andere Gegner kommen. Azaria Niederland. Cora ist einfach der Schildschub. Der Schildschub bei Cora ist einfach. Der ist einfach. Da regeneriert Gesundheit pro Sekunde 10. Da hast du Bio-Konverter und Cora dabei, da bist du eigentlich unbesiegbar. Cora ist einfach zu gut, genauso wie Drake. Drake ist einfach. Jetzt lad dich, komm. Er ist einfach zu gut. Blutrausch, Verbrennung, Flakkanone, kurganische Krieger. Und erfahrener Veteran, der hat einfach zu viel Gesundheit. Verglichen mit den anderen sind Cora und Drake einfach die im Kampf besseren
besseren Crewmitglieder. Das ist einfach so. Da kannst du die eigentlich, also auf höheren Schwierigkeitsgraden kannst du die anderen eigentlich nicht mehr mitnehmen. Ich hab's. Ja, ich hab's selber getestet im Privaten. Das geht nicht. Und ich habe mich auch auf Reddit informiert. Das geht einfach nicht anders. So. Ich habe ja nichts anderes als die Revenant. So, Pistolen tausche ich. Ach, ich habe nur die Carnifex. Das ist ja doof. Ich habe gedacht, ich hätte noch ein Ding. Hm, toll. Ich könnte ja die Carnifex eigentlich ablegen, ne? Und die Piranha? Bin ich bei 4. Was immer noch mehr als genug ist. So, Panzerung. Habe ich momentan den Elite-Helm. Wegen der Schildleistung. Was besser ist. Plus 8, genau, Schadenswiderstand gegen 7, plus 7% Kräfteschaden, plus 4% Waffenschaden, plus 1 auf alle Kampfenergiezellenkapazitäten. Ich werde nicht mehr auf Universalgranaten setzen, sondern auf Overload und eben Betäubungsschutz. Weil Kombos sind's, die eben den Unterschied machen. Genau, dann werden wir hier noch Fusion-Ding rein. Ich hoffe nämlich nicht, also ich rechne nicht damit, dass unsere Panzerung runtergeht. Und hier dann die Angara-Panzerung wegen der Schildleistung. Obwohl? Ja, doch. Obwohl? Ja, doch. So. Das sieht jetzt aus wie ein Clown. Das heißt, ich muss runtergehen. In mein Ding. Das dauert immer so ein bisschen, ne? Aber deswegen sind die Folgen ja auch eine Stunde lang. Deswegen sind die Folgen von Andromeda ja auch alle eine Stunde lang, weil man relativ Zeit in Menüs verbringt. So, das ist halt das große Respecken, beziehungsweise das große Ding. Ach, der Hoodie! Der sieht absolut bescheuert aus. So, großartig. So, Autotönung. Dann wird alles auf das Brustteil angepasst. Das sieht wirklich aus wie ein Clown, ne? Das ist, ja, Autotönung. So. Dann haben wir noch neue E-Mails gehabt, glaube ich. Ach ja, was man auch mal wieder machen kann. Hallo Scott. Das wird nirgendwo gezeigt. Ich habe das einfach mal gemacht. Man kann tatsächlich diese ausgegrauten Dialoge, kann man mehrmals machen, dann kommen andere Sachen. Blöd. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Warum fressen Dreschlunde keine Komiker? Weil sie komisch schmecken. Danke, Sam. Das genügt. Ja,